Hi meine Lieben, ihr wisst, wer ich bin. Ihr wollt von Brot wegkommen? Dann bleibt dran. Auf geht's. Ich kann euch Folgendes verraten. Also, ihr wisst, ich bin Jojo-Kandidat. Ihr wisst, seitdem ich 17 bin, habe ich ein Problem mit meinem Gewicht und habe lange, lange Jahre immer dieses Jojo-Spiel gespielt. Bis dann irgendwann der große Erfolg des Abnehmens kam und ich mein Gewicht somit in den Griff bekam. Ich kann euch von einer Zeit erzählen, da muss ich so 16, 17, 18 gewesen sein, in der habe ich meine Ernährung umgestellt. Und durch diese Ernährungsumstellung habe ich das Gefühl gehabt, dass mir die Kraft und die Energie fehlte. Das heißt, ich habe ganz gerne zu Toastbrot gegriffen. Und irgendwann habe ich mich so sehr an Toastbrot gewöhnt und mich richtig wohl mit Toastbrot gefühlt, dass ich mir dachte, okay, ich mache da jetzt keinen Aufschnitt mehr drauf, sondern esse das Brot einfach so. Und da kann man sich das vorstellen, dass ich zum Frühstück Toastbrot gegessen habe, nach der Schule nach Hause kam, weiter Toastbrot gegessen habe, ohne irgendwas drauf, sondern einfach nur das Brot, um mir meine Energie zu holen. Es hat sich immer so angefühlt, als wenn mein Toastbrot mir Energie gibt. Aber Toastbrot wandelt sich ja auch um in Zucker. Und das ist ja nicht wirklich Energie. Also Toastbrot hat keine Vitamine. Toastbrot ist rein kohlenhydratehaltig und ist tatsächlich ohne Vitamine. Das heißt, ich habe eigentlich Müll in mich reingestopft, wenn ich ehrlich bin. Naja, und die Jahre über habe ich dann es geschafft, damit aufzuhören. Ich bin übergegangen zu Brötchen. Mindestens 2 bis 3 Brötchen am Tag. In der Schule habe ich ein Brötchen gegessen, nachmittags habe ich ein Brötchen gegessen. Und heute weiß ich ganz genau, dass ich das nicht nur gemacht habe, weil mir das Brötchen so irrsinnig lecker geschmeckt hat. Nein, weil mein Energiepegel sich etwas stabiler angefühlt hat. Es hat sich angefühlt, als wie wenn ich heute einen Kaffee trinke und auf einmal wacher bin. Wisst ihr? Und ich möchte euch heute sagen und zeigen, wie ihr von dieser Lust, Brot zu essen, wegkommt. Zuallererst müsst ihr analysieren, dass ihr ein Brotesser seid. Das heißt, ihr macht euch erstmal darüber Gedanken, ob ihr überhaupt Brot esst. Und wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, dann müsst ihr überlegen, in welchen Situationen ihr Brot esst. Ich habe Brot gegessen, wo mein Blutzuckerspiegel komplett abgesackt ist, 100%ig. Weil wenn ich mal so überlege, habe ich damals mittags angefangen, Brot zu essen und dann zum Nachmittag, also Vorabend, definitiv immer. Und somit weiß ich, dass das auch heute noch in meinem Leben die Phase ist, wo ich so einen Hänger habe im Verlauf eines Tages. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal rausfinden, wann ihr Lust auf Brot verspürt. Ist es nur Appetit oder ist es so eine richtige Energiedroge? Sorry, dass ich das Wort Droge jetzt benutze, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr was finden, was euer Brot ersetzt. Ihr könnt jetzt mal 3-mal raten, was euer Brot ersetzt. Ratet mal. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Hätte ich damals gewusst, was mein Brot ersetzt, und hätte ich nicht auf die Sachen gehört, die mir meine Bekannten gesagt hätten, dann hätte ich viel früher schon eine bessere Figur gehabt. Ich wäre viel gesünder gewesen. Ich wäre viel schlanker gewesen. Ja, alles so Faktoren, die besser gelaufen wären, wenn man mir die Wahrheit gesagt hätte. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich Cashewkerne liebe. Und ich habe dann auch angefangen, Cashewkerne zu essen. Zuerst die mit Salz. Und dann habe ich gedacht, nee, es fing anders an. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Von Brot weggekommen. Ich dachte jetzt auch, dass ich das mit Reis geschafft habe. Nein, ich habe Reiswaffeln gegessen. Anstatt Toastbrot habe ich mir diese Packung Reiswaffeln gekauft. Und ich sage euch, ich habe diese ganze Packung in einem Schlag geschafft wegzuessen. Wisst ihr, diese papsigen Dinger? Ich habe mir gedacht, die sind so leicht und so flockig, dass mein Körper die sofort verarbeitet und die sind doch gesund. Das heißt, ich habe die mir immer reingezogen. An meinem Gewicht hat sich nicht viel verändert, weil das auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr dick macht. Vielleicht nicht so dick wie Toastbrot, aber
Es ist auch nicht unbedingt förderlich, wenn man abnehmen möchte. Es geht hier ums Abnehmen. Es geht nicht ums Fitsein jetzt, sondern wirklich um Gewicht zu verlieren. Und das war wirklich nicht förderlich. Und dann erinnerte ich mich, ich habe dann irgendwann Cashewkerne gegessen und dachte so, lecker. Und dann habe ich mir die Benefits der Cashewkerne durchgelesen, aus langer Zeit. Das ist jetzt ewig lange her. Vielleicht ist das schon so 7 Jahre her oder so. Und dann habe ich gesehen, dass Cashewkerne unheimlich viele Benefits haben. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, du kannst doch keine Cashewkerne essen, da ist doch Fett drin und du bekommst Pickel. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bekomme keine Pickel, weil das sind gesättigte Fettsäuren und gesättigtes Fett ist gesund und es wird dazu beitragen, dass es meiner Gesundheit gut tut und es das heißt nicht, dass ich unbedingt Pickel bekomme. Das habe ich ihr damals noch so bestätigt. Gesagt, getan. Ich habe mir Cashewkerne ohne Salz geholt und habe die gegessen. Und das war mein Ersatz zu Brot. Immer wenn ich Heißhunger auf Brot hatte, habe ich in eine Tüte salzloser Cashewkerne gegriffen, diese gegessen und das hat geholfen. Das heißt, wenn ihr von Brot wegkommen wollt, esst Cashewkerne. Es ist sowieso gut, jeden Tag eine Handvoll Nüsse zu essen, selbst wenn Studentenfutter ist, dann kauft euch eine Tüte Studentenfutter und esst jeden Tag diese Handvoller Nüsse. Ich mache es wirklich so. In meiner Küche habe ich Haselnüsse, gegen Haselnüsse bin ich allergisch. Das heißt, ich habe Cashewkerne, ich habe Walnüsse, ich habe Mandeln, ich stehe voll auf Mandeln und Sonnenblumenkerne. Und wenn ich richtig so merke, oh, ich könnte jetzt Brot essen. Heute geht das auch alles. Heute habe ich das unter Kontrolle. Aber wenn ich merke, oh, jetzt muss ich irgendwie was kauen, so Heißhunger, dann nehme ich eine Hand voll dieser Nüsse, weil ich habe die in so einer Schale und da ist halt alles drin. Und dann nehme ich diese ganze Hand und schmeiße mir die Nüsse im Mund. Und mein Mund ist dann so voll und ich kaue die Nüsse dann durch und bin erstmal satt. Cashewkerne, Leute, sättigen euch. Ungemein. Ihr werdet so satt sein. Okay? Also, wir sind alle in der Wasser-Challenge. Wir trinken alle fleißig unser Wasser. Und wenn ihr jetzt noch zusätzlich Wasser trinkt, ein Glas vor jedem Heißhunger und dann die Cashewkerne, werdet ihr, wenn ihr das durchzieht, von Brot wegkommen. Ich esse kein Brot mehr. Am Wochenende, wenn ich cheate, kommt es mal vor, dass ich mal ein Brot esse, aber es ist irgendwie selten geworden. Auch jetzt, so nach Weihnachten, wo ich gesagt habe, ich muss auf meine Gesundheit achten, weil was mich so ankotzt, ist die Schleimbildung. Also dieses ganze ungesunde, glutenreiche Essen macht ja auch, dass sich mehr Schleim bildet. Und durch dieses Schleim im Hals werde ich müde. Ja, werde ich müde und krank. Und das heißt, alles, was das so ein bisschen minimiert und reduziert, dazu gehört auch die Zitrone, wenn man die dann zu sich nimmt und viel Wasser trinkt und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall gut für eure Gesundheit. Und ich esse jetzt ganz wenig Brot. Cracker und so, Chips und so. Ganz, ganz wenig und vor allen Dingen Brot. Ich bin so stolz auf mich. Reis esse ich auch gerade ganz wenig, aber wenn ich mal sündige, dann geht's eher so in die Nudel- und in die Reisrichtung, wobei Kartoffeln eigentlich besser sind als Nudeln. Ne? Also wenn, dann esst lieber Kartoffeln. Und die könnt ihr euch auch schön im Ofen anrichten. Oh, darauf habe ich Lust. Spinat und Kartoffeln. Ich glaube, ich mache mir das heute. Spinat und Kartoffeln und die dann im Ofen so ein bisschen anrosten und schön gewürzen. Lecker. Ich krieg Hunger. Könnt ihr ja auch machen. Und so kommt ihr vom Brot weg. Probiert das mal. Oder so eine schöne gebackene Kartoffel mit Tzatziki drauf. Besser geht's gar nicht. Ich hoffe, ihr kriegt's hin. Genießt euren Tag. Ach ja, und wenn ihr diese Frisur wollt. Ich habe jetzt vor kurzem ein Tutorial abgedreht mit so Kim Kardashian-Zöpfen, welches auch gleichzeitig ein Heatless Curl-Tutorial ist. Schaut in die Infobox. Klickt auf den Link und dann seht ihr, wie ich diese tollen Wellen hinbekommen habe. Ich habe sie lediglich gewaschen und Trockenshampoo in die Haare gemacht, bevor ich sie geflochten habe. Und sonst habe ich nichts im Haar. Das war's. Und es sieht eigentlich ganz cool aus. Also wenn ihr den Look kreieren wollt,
Guckt euch das Video in der Infobox an. Ich liebe euch, ihr seid schön, wie ihr seid. Und berichtet mir in den Kommentaren mal, ob ihr gerne Brot esst, wieso euer Brotstruggle ist. Und dann möchte ich, dass wir uns hier drüber definitiv unterhalten. Ich liebe euch, ihr seid schön, wie ihr seid. Bye, bye.